und wieder mal heißt's, habe die Ehre. Ich bin's, der Bürger, und da wir heute, wie irgendwie jede Woche, schon wieder eine Kleinigkeit zum Feiern haben, nämlich das 10. Bavarian Tutorial. Und alle so. Ich hab mir gedacht, ich kehre mir auf eine Frage ein, die mir unter jedem einzelnen Video mindestens 1 bis 15 Mal gestellt wird. Und darum heißt's heute, how to. Alter, was ist denn das im Hintergrund, Albeführer? Los muss ich. Fangen wir direkt an mit Phase 1. Hey, Alter, was ist denn das im Hintergrund, Albeführer? Los muss ich. Ja, also, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt mal, wenn ich die Frage lese, dann reißt's mir erst einmal. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich anschreien oder ummalen soll. Da ich aber im Grunde aber relativ freundlich unterwegs bin, wird das Video heute nur für euch gemacht. Um das so kurz und knapp zu machen, wie es geht. Das ist der Bayerische Defiliermarsch! Kruzifix! Und der wird euch in der Regel von einem Blasorchester mit ein paar Trompeterl, ein paar Tuberl und Trommel und Ohrwäschel getrötet. Mehr gibt's zu dem Ganzen auch schon gar nicht zu sagen, außer, dass ich mir noch ein paar spezielle Gedanken gemacht habe, wie ihr euch das jetzt so einrichtet, dass ihr es nie wieder vergesst. Und damit kommen wir auch schon zu Phase 2. Wie merkst du das jetzt am Gescheitern? Also ich habe wirklich lange nach einer Möglichkeit gesucht, wo sie jetzt anstellen muss, dass du das jetzt einmal hörst und nie wieder vergisst. Und ob man es glaubt oder nicht, ich bin auch einmal in die Schule gegangen, zwar nicht gern und alles andere als erfolgreich, aber wurscht, aber eins habe ich mir gemerkt. Wenn du ein Thema mit irgendeinem unvergesslichen Erlebnis verbindest, dann merkst du das. Aber kurz und knapp, da wir da nicht in der Schule sind, verbindet man das lieber mit dem maximalen Blödschuss, der mir einfällt. Und der war dann folgendes. Den Teil, den lass ich jetzt einfach einmal so stehen. In der Hoffnung, dass er funktioniert hat. Für alle, die noch ein wenig von selber weiterdenken, kommt noch Phase 3. Falls die Frage kommt und die Frage kommt. Richtig, das funktioniert auch mit einem Prosit. Ah ja, und selbstverständlich braucht der ungeschriebene bayerische Verhaltenskodex einen neuen Eintrag. Ab sofort erteile ich jedem Bayern die Pflicht, dass wenn noch einer fragt, was das für eine Musik ist da im Hintergrund, ohne Vorwarnung eine sichere Bockfotzen austeilt, dass der Gegenüber 14 Tage lang seine Zähne mit den Brauern Bratzen sucht. So, hätten wir das auch? Ich hoffe, der Teil mit maximalem Blödschiss ist maximal hängen geblieben. Und wenn nicht, dann wisst ihr ja, was da blüht. Ich sag wie euch, merci fürs Losen. Lasst ein Like da, wenn es euch taugt hat. Terminarisch, sakrisch, gefreien wie euch. Ich gehe jetzt einen runden Gassenstreich hin. Haut euch rein. Habe die Ehre.